Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Es freut mich sehr, dass Sie mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe von FCS Flash, dem Fußballmagazin des FC Südtirol. Und heute darf ich bei mir Spieler Noah Meyer begrüßen. Einen schönen guten Abend. Schönen Hallo. Abend. Danke für die Einladung. Also Noah, du kommst aus Eppan, bist 17 Jahre alt und du spielst vor allem bei der Primavera, aber du trainierst auch immer wieder mit der Profimannschaft, oder? Ja, genau. Also jetzt seit ungefähr 3,5 Monaten. Ich bin jetzt so dabei bei der ersten Mannschaft und ja, bei den Trainings vor allem. Die Spiele mache ich noch mit der Primavera, also die Trainings bis Freitag eigentlich halt mit der ersten Mannschaft. Und am Freitagnachmittag mache ich das Training mit der Primavera und Samstag noch Spiel. Mhm. Auf welcher Position spielst du? Also vor allem auf der Mensala-Position, also Mittelfeld, oberer Linksflügel. Also im Pokalspiel der Serie C beim Rückspiel gegen Fidelis Andria durftest du dann in der Schlussphase auch aufs Feld und erste Profiminuten sammeln. Wie war das jetzt für dich? Wie aufgeregt warst du auch? Ja, also ich muss sagen, bis jetzt, also im ganzen Spieltag eigentlich, war ich schon ziemlich aufgeregt und ja, haben mich aber auch gefreut, logisch, auf das Spiel. Jetzt beim Aufwärmen habe ich halt noch ziemlich die Nervosität gespürt, muss ich sagen. Und na, als ich jetzt noch gehört habe, 2 Minuten jetzt noch, da kommst du rein. Na, ist noch mal kurz Adrenalin gestiegen ordentlich. Aber sobald ich dann draußen an der Linie gestanden bin und ja, die ersten Schritte in den Feld gemacht habe, ist eigentlich die Nervosität ziemlich verschwunden. Und ja, ich habe mir gedacht, jetzt muss ich einfach ja, Gas geben. Und ja, fast um mein Leben rennen eigentlich. Und das war eigentlich ja, eine sehr schöne Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe. Und, ja. Ich bin jetzt auch zufrieden mit deinem Spiel. Das glaube ich. Also Primavera und Profimannschaft, der Unterschied ist aber schon sehr groß, oder? Ja, vor allem im Unterschied sieht man vor allem in der Intensität vom Training her. Das heißt, die Schnelligkeit und auch Technik. Also das ist schon ein großer Unterschied. Und natürlich sind es auch bei der ersten Mannschaft Männerfußball und die Primavera logisch noch die letzte Jugendstufe vom Fußball. Und ja, ist einfach. Von technischen Gärzen, aber eigentlich jetzt noch von Intensität und Körperlichkeit ist schon ein großer Unterschied. Mhm. Wann hast du eigentlich begonnen zu spielen, also mit Fußball? Also ich bin so mit 3,5, 4 Jahren begonnen Fußball zu spielen. Mhm. Und, wo warst du dann? Bei FC Eppan 19 gespielt und eigentlich ziemlich lange gespielt. Und bin auch für ein Jahr zum Bozen FC gegangen und dann jetzt vor 3 Jahren zum FC Südtirol. Hast du jetzt auch so ein Fußballidol? Als Idol muss ich sagen, habe ich Alben früher Arjen Robben gehabt. Okay. Hat mir sehr gefallen. Und jetzt mit der Zeit Spieler wie Lewandowski oder ja, Bernardo Silva von Manchester City gefallen mir sehr, muss ich sagen. Du besuchst ja auch die Schule, Fußball. Wie bringst du das eigentlich alles unter einen Hut? Jetzt alleweil mache ich, also einmal die Woche, mache ich einen kompletten Tag in der Schule. Bei mir logisch ein Programm von 7 Tagen, also ist allem etwas. Und dann mache ich jeden Tag 2 Stunden in der Früh von der Home Videokonferenz. Lass mich zusammen zuschalten und dann ist normal in der Mittag, wo ich in die Schule komme und zusammen die ganzen Tests mache, damit ich da dabei bleibe. Es klingt, dass du jetzt nicht sehr viel Freizeit hast. Wie sieht denn deine Woche aus? Also zwischen Schule, Training, Spiele? Eigentlich bin ich da 7 Tage eingespannt. Ja. 7 Tage eingespannt und ja, eigentlich von Montag bis Freitag Training und halt Training in der Früh, Nachmittag lernen den Stoff, den verloren haben in der Schule. Und nach Samstag spielen mit der Primavera und oft einmal nach Sonntag mitgehen mit der ersten Mannschaft. Klingt sehr anstrengend. Kommen wir ein bisschen zu den aktuellen Spielen der Profimannschaft. Also kurzer Rückblick. Am Mittwoch fand ja das erste Finalspiel des Italienpokals statt gegen Padua. 0:0 ist es ausgegangen. Wie fandest du denn das Match? Es war ein ziemlich ausgeglichenes Match, muss ich sagen. Mit Chancen auf beide Seiten. Und wir haben eigentlich es sehr gut verteidigt, über 90 Minuten. Obwohl jetzt Padua schon jetzt erste und zweite Hälfte Chancen gehabt. Aber es war eigentlich eine gute Teamleistung. Und jetzt vielleicht in Sturm hätte man vielleicht gekannt, die letzten Aktionen noch mal besser ausspielen und in Sam noch mehr Chancen erarbeiten. Aber ich glaube, 0:0 war ein gutes Ergebnis und jetzt wird es noch zum Rückspiel entschieden. Ja, Padua ist schon so ein bisschen auch ein Angstgegner, oder? Ja, es war, glaube ich, einfach nie leicht gegen Padua. Und seien jetzt halt auch noch die Fersen hinten im Meisterschaftskampf.
haben eine gute Mannschaft, viele erfahrene Spieler und das ist eine gute Mannschaft. Wir schauen uns eine kurze Zusammenfassung des Spiels an. Am Mittwochabend fand für den FC Südtirol das erste Endspiel in der Coppa Italia gegen Padua statt. Am Ende gingen die beiden Mannschaften mit einem 0:0 Unentschieden auseinander. Zum Match. Von Anfang an ist das Spiel sehr ausgeglichen. Auf beiden Seiten ergeben sich immer wieder Chancen. Die 21. Spielminute. Fabri dribbelt sich auf der linken Außenbahn durch und legt flach in die Mitte zu Fischnaller, welcher das lange Eck anvisiert, jedoch knapp verzieht. Kurz darauf ein strammer Abschuss von Jelenic. Meli hält im Nachfassen. In der 63. Minute eine weitere Chance für die Gastgeber. Im Anschluss an eine Freistoßaktion kommt Nicastro zum Abschuss. Sein Versuch geht knapp am Tor vorbei. Und der Schlusspfiff. Das Final-Hinspiel endet torlos. Wir haben ein super Spiel gemacht. Es war gegen eine harte Mannschaft, aber wir haben dagegen gehalten und haben alle eine super Leistung gebracht in Angriff und in der Verteidigung. Und wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis und hoffen jetzt, dass wir dann im Rückspiel das Finale entscheiden können. Durch das 0:0 fällt die Entscheidung zur Gänze auf das Rückspiel, den zweiten Akt dieser Begegnung. Das Match steigt am 6. April um 20 Uhr im Bozner Drusus-Stadion. Also am Sonntag geht es gleich weiter. Das nächste Match steht vor der Tür gegen Juventus U23. Deiner Meinung nach, wie stark ist diese Mannschaft? Juventus U23 ist eine sehr junge und technische Mannschaft, die jetzt vor allem in der Rückrunde mit jetzt ein paar Neuzugängen, also erfahrene Spieler, eine sehr gute Saison jetzt, eine Rückrunde spielt. Und es wird sicher wieder ein schweres Spiel, wie eigentlich jedes Spiel ist. Und ja, wenn wir da unseren Einsatz bringen, und unsere Qualitäten ausspielen, können wir da auch die 3 Punkte haben. Mhm. Zu diesem Match am Sonntag schauen wir uns jetzt ein paar Zahlen und Fakten an. Der 31. Spieltag der Serie C steht vor der Tür. An diesem Sonntag trifft der FC Südtirol auswärts auf Juventus U23. Anpfiff der Partie ist um 14.30 Uhr. Die Mannschaft Juventus U23 ist die zweite Mannschaft von Juventus, dem italienischen Fußballverein aus Turin. Sie wurde nach der Wiedereinführung von Reservemannschaften im Jahr 2018 gegründet. In der Saison 2019-20 holte sich die Mannschaft den Serie C-Pokal. Die Vereinsfarben der Mannschaft sind weiß-schwarz. Auf der Trainerbank sitzt seit über einem Jahr Lamberto Zauli. Im Hinrundenspiel konnte der FC Südtirol überzeugen und gewann mit 2:0 das Match. Und wir kommen auch gleich zur aktuellen Tabelle. Also nach wie vor an der Tabellenspitze der FC Südtirol mit insgesamt 73 Punkten, gefolgt von Padua mit 66 und Feralpi mit 55 Punkten. Tabellenplatz 4 Renate mit 54 Punkten, dann kommt Lecco und Triestina mit jeweils 47 Punkten und eben Juventus U23 auf Tabellenplatz 7 mit insgesamt 46 Punkten. Noah, was sind so deine Stärken auf dem Feld? Also ich glaube, meine Stärken sind vor allem im 1 gegen 1, im Dribbling und im Abschluss und die Übersicht, auch andere Spieler in Szene zu setzen und Assists zu machen. So, das sind die Hauptstärken, glaube ich. Aber auch so Schnelligkeit zählt da, glaube ich, dazu. Du spielst eben, wie gesagt, bei der Primavera, ab und zu auch eben bei der Profimannschaft. Dein Ziel auch für die nächsten Jahre, ist es einmal beim FC Südtirol bei der ersten Mannschaft zu spielen? Ja. Oder wo siehst du dich auch in 5 Jahren vielleicht? Na logisch, jetzt einmal da in den Ambiente anzukommen und sich in der ersten Mannschaft noch besser zu etablieren, ist logisch mein erstes Ziel. Und jetzt auf nächstes Jahr zu schauen, zusammen. Auch wieder ein paar vielleicht Spiele zu kriegen und stetig weiterzulernen bei den Trainings, was noch das Wichtigste ist für mich. Und hoffentlich über die nächsten Jahre noch einen Profifußball zu kommen. Du lernst auch sehr, sehr viel dazu, wenn man jetzt sagt, du bist bei jedem Spiel fast dabei, auf der Bank, aber auch da lernst du sehr viel, oder? Ja, logisch. Du siehst, so kannst du auf deiner Position für deine Spieler, wo es jetzt sehr gut, sehr starke Spieler sein, Sam, Mittelfeld lernt man einfach auch dazu, wenn man zurückschaut,
wie sie sich verhalten, wie sie sich in der Kabine verhalten und einfach ja, das Spiel leben von der ersten bis zur 90. Minute. Dein Ziel auch so für die Zukunft, wir haben schon ein bisschen geredet, also Profimannschaft, erste Mannschaft. Kannst du dir auch mal vorstellen, irgendwann außerhalb von Südtirol zu spielen? Na, sicher. Jetzt, in nächster Zeit, dass ich, also schaue ich, dass ich da eben in deren Verein weiterkomme. Und na, wie es kommt, werden wir noch sehen in der Zukunft. Danke, Noah. Weiterhin viel Erfolg und vielen Dank auch für das Interview. Vielen Dank. Das war's mit einer neuen Ausgabe von FCS Flash. Schön, dass Sie mit dabei waren und machen Sie es gut.